Hallo lieber Löwe, herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Löwe, ich hoffe, du hast gute Laune, dir geht es gut und du brüllst nicht so laut, sondern du befindest dich bei bester Gesundheit und bist ready für diese Legung. Löwe, wir schauen uns die Legung an für den Zeitraum oder die Zeitfrequenz Anfang bis Mitte August 2023. Ich starte bei euch auch wieder in zwei Reihen. Das heißt, die erste Reihe ist die erste Woche, die zweite Reihe ist die zweite Woche. Es können zwei verschiedene Themen sein, es kann aber auch ein gesamtes Thema sein. Ich starte los mit den Mondkarten in jeder Woche und mit den Göttinnenkarten. Ich habe für euch, um die Wochen zu klären, das Tarot. Und in die Tiefe gehen wir mit den Kipperkarten und mit den Lennys. Und ich habe für euch zum Schluss nochmal die Orakelkarten Folge deinem Seelenweg und die Starseeds, die habe ich diesmal mit im Boot. Die wollten sich auch melden. Und da habe ich gedacht, na gut, dann machen wir das doch mal glatt, ne? Nehmen wir sie doch mit ins Boot. So, meine Lieben, denkt bitte mal daran, ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist eine Kollektivlegung, sie kann nicht auf jeden zutreffen. Aber du kannst dir, wenn du damit resonierst, das eine oder andere richtig gut mitnehmen und daran arbeiten. Ja, und wenn du sagst, Mensch, ich möchte aber trotzdem gerne für dieses, jenes, welches Thema, was hier nicht angesprochen ist, möchte ich aber trotzdem gerne eine Antwort oder eine Botschaft, dann kannst du das natürlich gerne tun, indem du mich kontaktierst. Doppelklick auf den Titel, dann geht die Infobox auf und dann stehen alle Informationen, die du brauchst, wie du mich kontaktieren kannst und auch ein paar andere Informationen, die ich euch neu reingeschrieben habe, meine Lieben. So. Das Wichtigste ist, dass wir weitergehen und nicht stehen bleiben. Hui, und da fliegen die Karten schon. Ja, es gibt etwas in der ersten Augustwoche, womit du nicht rechnest. Du ahnst es, denke ich mal. Die göttliche Weisheit ist auch etwas, wo du eventuell intuitiv schon weißt, du hast ein Gefühl, ich glaube, da kommt ein Riesenschiff auf mich zu. Ich glaube, da kommt etwas, mit was ich nicht rechnen würde. Ja, du beschäftigst dich auch Anfang August mit genau diesem unverhofft kommt oft. Ja, oder diesen, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet und versuchst dann aber daraus, was ist das Göttliche? Wo ist da die göttliche Weisheit? Wo möchte Weisheit ist immer, hat was mit Wissen zu tun. Göttliches Wissen. Ja, das heißt, du wirst hier sozusagen, das kann zum Beispiel passieren, dass du sagst, du stehst morgens und sagst, ich habe was geträumt, ich habe etwas gesehen, ich hatte eine Vision, irgend sowas in dieser Art und Weise. Oder es kann auch ein Besuch sein, aber wir haben hier eine Kugel. Und ich denke, du wirst irgendetwas Unerwartetes aufgrund der göttlichen Energie des Universums, wird dir etwas gezeigt. Oh, das ist spannend. Ja, lieber Löwe, dann gucken wir doch mal, was hier in dein Feld kommen möchte, nicht wahr? Ich danke euch übrigens, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr dieses Video liked und mir gerne einen Kommentar hinterlasst. Ich muss es öfter mal sagen, weil ich es einfach ganz, ganz toll finde, wenn wir wachsen. Und wenn du noch das kleine Glöckchen drückst, dann wirst du auch kein Video mehr von mir verpassen. So. Und ich denke, das ist ja auch eine tolle Message. Hier liegt irgendwas im Geheimen, Unerwartetes, weil alle Karten sind verkehrt rum aus dem Kartendeck gefallen. Ja, es geht hier bei dir eventuell um das Geben und Nehmen. Etwas Unerwartetes, was du bekommst oder was dir gegeben wird, beziehungsweise was du geben darfst, ja, irgendetwas, sechs der Münzen geben und nehmen. Wir schauen mal, es ist ein Zustand, den du dir aber anschauen darfst, das heißt, etwas Unerwartetes, Göttliches kommt und du guckst da genau rein. Also das heißt nicht, dass du, ach, ich mache das jetzt mal, nee, vier der Schwerter ist ein Zustand, da musst du, also du musst, um zu verstehen, Löwe, musst du dir diesen Zustand angucken. Es ist ein Angebot, entweder eine Entschuldigung, ein liebevolles Angebot oder aber auch, wenn der Page der Kelche, wenn du dieser Mensch bist, diese Energie bist, dann
machst du etwas Neues, wo du ein Stück weit kreativ sein darfst, wo du überlegen darfst, wo du lösungsorientiert sein darfst. Wie zum Beispiel, du bekommst hier eine Message und etwas Unerwartetes, was du dir angucken darfst und bist aber jetzt in dem Modus, dass du irgendwie was verändern musst. Und dann wirst du kreativ. Dann, also wir hatten es damals im Business immer genannt, selbstständiges, lösungsorientiertes Handeln. Also stell dir vor, du stehst auf dem Weg und da ist ein Riesenstein. So, der versperrt komplett den Weg. Dann hast du mehrere Möglichkeiten. Entweder sagst du, dann gehe ich wieder zurück und suche mir einen anderen Weg. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, du versuchst den Stein oder diesen kleinen Felsen wegzurollen, was eventuell nicht passieren könnte, weil du vielleicht auch alleine bist oder er einfach zu schwer ist. Ja? Oder du springst drüber oder gehst außen rum, je nachdem. Also versteht ihr, hier ist lösungsorientiertes Handeln angesagt, weil es soll hier vorangehen und ich denke, du sollst hier mehr in die Aktion kommen. Wie kann ich, wenn ich etwas Unerwartetes in mein Feld bekomme, wie kann ich und was kann ich tun, um nicht, ich sag jetzt mal, hilfebedürftig, um Luft zu ringen, sondern selber, ne, wie sage ich immer, der Schöpfer hat euch ein Gehirn gegeben, bitte einschalten. Und deswegen schaust du dir hier mit 6 der Schwerter, schaust du dir hier etwas an. Das war mir zu unklar. Und schaust du dir hier etwas an, wo du kreativ werden sollst, um hier weiterzugehen. Also sozusagen, ich weiß, dass ich das kann, aber vielleicht hast du immer jemanden gehabt, der dir hier geholfen hat. Und jetzt bist du einfach mal an einer Situation, wo du eine Entscheidung treffen musst. Und zwar alleine. Wie komme ich jetzt hier aus dieser Nummer raus? Oder wie geht es jetzt hier für mich weiter? Das Gericht ist auch eine Entscheidung. Entweder hast du etwas Gerichtliches, auf was du wartest und es geht dann positiv aus, oder aber du wirst hier durch eine Entscheidung, wirst du eine positive Entscheidung fällen, indem du hier kreativ wirst. Also es ist gut, dass du jetzt endlich an den Punkt gekommen bist, dass du dir diese Situation angucken musst, weil du weißt, ja, jetzt bin ich in so einer Position, da geht es nicht mehr weiter. Also ich muss jetzt hier in die Veränderung gehen. Ich muss jetzt hier in die Aktion kommen. Ich muss jetzt hier in die Kreativität kommen. Ich meine ganz ehrlich, wenn ihr auf Toilette müsst, dann geht ihr auch, steht auch auf vom Stuhl, auf, von der Couch auf und geht auch auf Toilette. Ich meine, und wenn ihr Luft holen müsst, weil ihr atmen müsst, dann atmet ihr auch. Wenn ihr Hunger habt, geht ihr auch an den Kühlschrank. Sowas ist das. Also fang an, selbstständiger zu werden, aktiver zu werden. Das ist ganz wichtig, lieber Löwe. Also hier neue Wege, kreativ werden, Entscheidungen treffen. Ja, die Gemeinschaft. Es könnte sein, dass du Leute findest, die ein Stück weit dich dazu ermutigen, ermuntern. Gemeinschaft kann die Familie sein, kann Leute sein, die deinen Weg gehen, die sagen, ey komm, probier dich mal da und da mit aus und du sagst, boah, das ist alles für mich Neuland. Ja, ich bin eher ein Theoretiker, ich bin kein Praktiker, ja. Und ja, aber es ist, diese Leute unterstützen dich dahingehend, dass du erfolgreich wirst. Also, dass du das, was das Unerwartete in deinem Leben, was sich da zeigt, dass du lernst, erstmal eine Nacht drüber schlafen, erstmal anschauen, erstmal überlegen, warum kommt es in mein Feld, was kann ich daraus machen, um dann aber auch weiterzugehen. Also dir wird hier eventuell etwas Unerwartetes geschickt, um auch ein Stück weit deine Flexibilität zu checken und zu sagen, okay, dann schauen wir doch einfach mal, wie sieht es denn jetzt hier aus mit dieser ganzen Thematik, ja? Und wie kann ich für mich eine Lösung finden? Ja. Es hat was mit Stabilität und Sicherheit zu tun oder mit deinem häuslichen Umfeld, ja? Es ist etwas, was noch im Geheimen ist, ja? Also wenn du diese Legung siehst, wirst du auch noch nicht wissen, wie du hier vorangehst. Ich denke, du wirst auch zu Hause ein Stück weit planen, wie du hier vorangehst, wie du mehr Stabilität bekommst. Und da wird dir eine Gemeinschaft, Familie, Freunde werden dich hier doch ein Stück weit unterstützen oder ihre Meinung kundgeben, dass du verschiedene Messages bekommst von denen, wo du dann entsprechend kreativ werden kannst und für dich die bestmögliche Entscheidung treffen kannst. Wow, was für eine Botschaft. So, meine Lieben, ich muss mal alles hier zur Seite rücken, sonst habe ich den Platz nämlich nicht. Wir schauen uns jetzt als allererstes an, in der zweiten Woche. Um was geht es hier?
als allererstes in der zweiten Woche die Mondkarten. Es kann dazugehören zu dem Thema, es kann aber auch etwas Neues sein, ja? Nee, das ist mir zu undeutlich. Ich hätte bitte gerne eine Karte für die Löwen. Genau, das ist deutlich. Urteilsvermögen, 10, ja? Information einholen, ja? Kreativ werden. Erstmal, ich kriege wieder rein, eine Nacht drüber schlafen, nicht gleich urteilen, sondern wenn du das Gefühl hast, du bist hier vom Kopf her noch nicht frei, urteile erst dann, wenn du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, wenn du wirklich eine Entscheidung treffen kannst, wenn sich das, was du entscheiden möchtest, wenn sich das gut anfühlt. Ja, hier wie gesagt nochmal die Gemeinschaft, die dir hier eventuell lösungsorientiert, aufgrund von, vielleicht ist es eine ältere Person, die sagt, ich habe so viel Lebenserfahrung, ich kenne das Thema, bleib ruhig, schlaf mal eine Nacht drüber, was auch immer hier Unerwartetes in dein Feld kommt, ja. Urteilsvermögen, du kannst nur über etwas urteilen oder etwas für dich in die Entscheidung bringen, wenn du meinst, ich bin auch vom Potenzial her so weit, ja, um hier etwas abzuschließen. Das Unerwartete, was hier auf mich zukommt, möchte hier, wir haben die 9 und die 10, möchte hier irgendwie, ich komme nicht davon weg, dass du neue Wege gehen sollst hier. Ich habe wirklich das Gefühl, dass du hier neue Wege gehst. Wir gucken uns das Ganze mal an. Weil wir haben auch die 3 der Stäbe ganz oben, ne? Wo es halt um deine Stabilität geht hier. Ja? Und es ist noch etwas, vielleicht glaubst du auch gar nicht daran, dass du so ein Potenzial hast, Löwe. Weil es ist nämlich etwas Neues, was du beginnst. Wir haben den Pagen der Schwerter. Und der Page der Schwerter ist immer, ein Page ist immer jemand, der etwas Neues in Kreativität macht, etwas Neues direkt anfängt. Ne? Hier brauchst du noch ein bisschen Kreativität, Einfallsreichtum, Ideen. Du musst mit dem Herzen dabei sein. Ja, und das ist so in dieser ersten Woche, dieses Planen, dieses Strukturieren, dieses Überlegen, warum kommt es unerwartet auf mich zu? Ach okay, weil ich vorangehen will. Warum soll ich vorangehen oder will ich vorangehen? Ja, weil ich mehr Stabilität haben möchte. Und hier mit dem Page der Schwerter ist es so, dass du, vielleicht sagt dir auch jemand, Urteilsvermögen, dass dir eine dritte Person sagt, ey, du hast doch das Potenzial, geh doch mal neue Wege. Du wirst hier ein Stück weit ermutigt. Du ringst mit deinem Ego. Du ringst hier mit deinem Ego. Der Teufel. Viele Pagen. Das ist wie, als wenn hier alles neu wird. Alles neu. Als wenn du wirklich komplett neue Wege gehst, ja. Und du bist auch bedingt durch dein Ego, bist du auch in der Position des gehängten Mannes. Wir haben hier einmal die 4 der Schwerter. Guck dir diesen Zustand an, bevor du eine Entscheidung triffst, ja. Guck dir ganz genau an, was du wirklich willst und wie du vorangehen willst. Und hier aber betrachte auch aus anderen Perspektiven die Situation. Also es heißt Plan A, Plan B, Plan C. Ja, das ist ganz wichtig. Wir gucken uns jetzt an. Page der Schwerter. Trübe Gedanken. Die trüben Gedanken, das Ego. Ich schaffe das vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Potenzial habe. Der Selbstzweifel. Im Außen, alles wird teurer. Ich weiß nicht, wie ich die Rechnung zahlen soll. Ich weiß nicht, ob ich die Kunden finde, die ich bekomme. Ja, hier ist auch ganz wichtig, dass du vom Mindset her dich positiv ausrichtest. Die Entscheidung, die du triffst, die ist positiv, die ist glücklich. Es geht darum, dass du nicht, also dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Ja, dass der Schlüssel im Erfolg liegt in der Gemeinschaft. Von mir ist, treff dich mit Leuten, lenke ich ein Stück weit ab, aber raus aus dem Ego hier. Ja, das sehe ich ganz klar. Und die trüben Gedanken, die werden dich auch nicht weiterbringen. Im Übrigen hier, ja, die Wolken in deinem Kopf, das sind die trüben Gedanken. Ja, dieses Urteilsvermögen, ich kann das nicht und ich weiß nicht und eventuell, ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll. Hey,
Du warst doch schon dabei, voranzugehen. Du weißt doch schon, wo es hingeht. Du knickst in der zweiten Augustwoche knickst du ein bisschen ein, weil du deinem Ego oder auch dritten Personen, die es wirklich schaffen, dich zu knicken, denen gibst du ein Feld. Ne, denen gibst du die Bühne und das ist nicht gut. Die Bühne ist deine und du entscheidest. Jetzt ist die Karte weg. Ach, da ist sie. Na, wunderbar. Weiter ging es gar nicht. Sehr schön. Leute, ich bin gleich wieder da. Ja, Erwartungen. Du erwartest eventuell von dritten Personen, ja? Oder du erwartest von dir selber. Vielleicht hast du auch zu hohe Ansprüche an dich. Und dann kommt das Schicksal. Ja, das liebe Karma, was du dir eventuell aus vergangenen Leben ein Stück weit aufgebaut hast, kommt und klopft an die Tür und sagt, ey, Löwe, bleib mal auf dem Teppich, wo willst du denn hin? Ja, bleib mal entspannt und du sagst, okay, schick den Teufel in die Wüste, schick dein Ego hinter den Zaun oder da, wo der Maurer das Loch gelassen hat. Und du gehst langsam Stück für Stück mit Sicherheit, gehst du weiter. Du baust dir langsam wieder deinen Weg auf. Also die Prüfung hier ist letztendlich dein Ego oder dritte Person, die dich versuchen zu beeinflussen. Aber auch das ist eine schicksalshafte Fügung, die hier in dein Feld kommt. Ja, um dich zu prüfen, willst du wirklich das neue Drei der Stäbe? Willst du wirklich die Stabilität in deinem Leben haben? Und auch zu hinterfragen, warum meldet sich mein Ego, warum kommt der Teufel auf mich zu und versucht mich hier zu bearbeiten? Um was geht es hier? Ja, und du hast eventuell auch Sorge, dass man, wenn du dir was aufbaust, dass man dir etwas wegnimmt. Diebstahl. Ja, Diebstahl. Was soll man dir wegnehmen? Also du hast hier ein Stück weit auch so ein Mangeldenken, Selbstwert. Vielleicht glaubst du nicht an dein Potenzial, was du letztendlich hast. Für das, was du hier umsetzen möchtest. So, dann haben wir hier eine dritte Person. Das könnte dein Gegenüber sein. Vielleicht glaubt auch dein Gegenüber nicht an dich und ist hier in dem Moment der Teufel. Und sagt, du wirst schon sehen, dass du das, was du vorhast, dass das nicht funktioniert. Dann solltest du dich hinterfragen, warum du diesen Menschen in dein Feld gezogen hast. Warum er versucht, dich hier ein Stück weit zu manipulieren. So, wir haben hier die Armut in der Liebe. Es könnte sein, dass du von deinem Gegenüber einfach ein Stück weit mehr erwartest. So nach dem Motto, weißt du, ich bin für dich da, vielleicht immer da gewesen oder du bist vielleicht für dein Gegenüber da und wenn du was machen willst, was Neues beginnen willst, etwas für die Stabilität tun möchtest, dann steht er nicht hinter dir. Das kann es auch sein. Und dass du eventuell hier einen Mangel an Liebe hast und dich mal hinterfragen darfst jetzt, warum steht dein Gegenüber nicht bei dir? Warum steht er nicht hinter dir? Oder warum glaubt er, dass du nicht das Potenzial hast und du hast es vielleicht nicht erwartet, dass er so handelt oder reagiert? Ja, auch das ist hier eine Lernaufgabe für dich. Genau, hier geht es um dein Selbstvertrauen. Lass dich von keinem und niemanden, lass dich hier runter, nicht runterziehen. Von keinem und niemanden runterziehen, das wollte ich sagen, ja? So, wir gucken jetzt, was die Stars jetzt noch sagen. Selbstvertrauen ist wichtig. Wenn du dir selber nicht vertraust, wem willst du dann vertrauen? Ich lasse jetzt mal die Frage hier im Raum stehen. Ja? Hier ist es ganz wichtig, dass du in den kommenden zwei Wochen, nicht drei Wochen, sondern zwei Wochen, dass du in deinen inneren Tempel gehst. Und zwar Hingabe. Stimm dich auf deine Herzenergie ein. Hier geht es darum, lieber Löwe, dass du Herzenergie, ja, wir haben hier das Herz, ja, hier haben wir die Armut. Also die Liebe von außen wird dir entzogen oder hast du gerade nicht oder lebst du nicht, wie du es gerne möchtest. Dann liebe dich selber, Selbstvertrauen zu dir selber, dass du alles, was du in dein Feld ziehst, dass du planst, möchtest, dass du das auch schaffst. Ja, vertraue dir selber und liebe dich
selber so, wie du geliebt werden möchtest. Das ist hier ganz wichtig. Denn nur wenn du mit dir selber im Reinen bist und im Klaren bist, ja, in deiner Struktur so, wie du bist, und du bist so, wie du bist, gut, und du bist so, wie du bist, richtig, und wenn jemand zu dir sagt, das schaffst du nicht, ich glaube nicht an dich, dann sag, wo der Maurer das Loch gelassen hat, dann schick ihn weg. Oder du bist so loyal und sagst, erklär mir mal, warum glaubst du nicht, dass ich das schaffe. Hinterfrage immer, wie viel Energie möchtest du in Menschen investieren, die nicht an dich glauben. Na, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich das bitte hinterfragst. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Danke für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.